Hi, hi, hi. Ah, und wieder ein schöner neuer Part von Crusader Normos. Und wir machen jetzt mit der 10. Mission weiter. In der letzten Mission haben wir, wenn ich mich recht entsinne, ein Gespräch von dem Vorsitzenden Dragon abgehört. Mit seinen komischen Abgeordneten, wo er erzählt hat, dass die Überwachungsplattform, die Orbitale, bald fertiggestellt ist. Und tja, als wir zurückgekommen sind, haben wir herausfinden müssen, dass unser Chef hier, unser Kommandant, Colonel Eli, von seiner Mission nicht zurückgekehrt ist und inzwischen diese nette Dame hier am Drücker ist. Wurde von der Zentrale beauftragt. Die Zentrale hat wieder eine Mission für uns, Captain. Einer der Informanten hat uns von der Entwicklung einer neuen Waffe erzählt, die Vorsitzender Dragon anwenden will, um seine Ziele durchzuboxen. Leider wissen wir nicht, wie die Waffe aussieht, sondern kennen nur ihren jetzigen Standort. Cordova übernimmt die Einschleusungsarbeit für Sie und Reeves wird Sie ins Labor teleportieren. Sobald Sie dort sind, will ich, dass Sie uns alles an Informationen zukommen lassen, was die unbekannte Waffe betrifft. Die Zentrale hat Sie auch dazu autorisiert, alle Prototypen zu vernichten, die Sie finden können. Sobald Sie alle Daten haben, wird Reeves Ihre Rückholung veranlassen. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Datenschirm. Viel Glück. Ha, viel zu nett, die Frau. So, ich hoffe, wir sind aufgestockt. Wir haben Laser, wir haben die Waffe, wir haben 20 Spinnenminen, 10 Medpacks, alles wunderbar. Los geht's! Ich denke schon, die Musik in dem Level ist. Die ist immer so toll. Arschloch! Ach stimmt, wir haben jetzt ein neues Superschild. So. Schau erstmal, dass ich einen Alarm hier irgendwie auskriege. Boah, die verletzen mich ja kaum noch mit den normalen Waffen. So. Ich gucke mal ganz kurz meinen Datenschirm an. Pläne für die neue experimentelle Waffe in Dr. Hoffmans Labor finden. Aha, ich weiß auch schon, was die neue Waffe ist. Ich brauche eine Keycard. Eine grüne. Habe ich die vielleicht von einem dieser Leichen aufgesammelt? Ich probiere es einfach mal. Ich habe ehrlich gesagt nicht hingeguckt. Ja, anscheinend schon. Was ist das hier? Okay. Hm, dreh dich weg, du Geschützturm. So. Ach, Kruzifix. Was ist das? Ah, ich habe schon gedacht, das ist jetzt ein Veteran oder irgendwas gewesen. Ich glaube, das hätte ziemlich reingebombt. Vorsichtig vorgehen. Hm. Schlecht. Da auch. Das sind Bodenplatten. Das ist für dich, Rebell. Das ist für dich. Hä? Ach, der hat auf was geschossen. Ich will diese Bodenplatten ehrlich gesagt nicht mehr. Deswegen gehe ich die jetzt einfach mal elegant. Dieser Schalter da hinten, den möchte ich den drücken. Ja, ich gehe jetzt einfach mal hin und drück den. Große rote Knöpfe, ich kann nicht widerstehen. So, ich glaube, die hätten anscheinend bloß diese Laser hier aktiviert. Nehme ich jetzt mal an. So. Ja! Puh! Zwei Medpacks draufgegangen. Ich kann nochmal nachladen. So, das war ein geiler Kampf. Die Rolle war elegant. So, jetzt ist der Alarm ja eh aktiviert. So. Bräuchte ich fast mal wieder einen Alarmknopf.
Da ist keiner. Ich kann Gegner spawnen lassen. Aber mein Schild hält ja enorm viel aus. Das ist ja Wahnsinn. Könnte ich ja echt fast Laserwaffen verwenden, aber die Waffen gefallen mir halt doch besser. Okay, ich gebe auf. Okay. Ich erlaube mir jetzt mal den Spaß. Ich bin eigentlich schon richtiger Sadist, also. So. Nam 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 nam. Da gibt's die Keycard. Lass mal die Kamera im Eck. So, kaputt. Gott, gibt's da viele Stellen. Okay, ein Kraftfeld deaktiviert. Ja, die Mission, die ist ziemlich cool. Inkubationsraum Nummer 1a. Mhm, Inkubationsraum. Interessant, interessant. Ich überlasse euch ja mal die Interpretation. Aber ihr werdet alles noch früh genug erfahren. Brutkammer. Aha. Da werden irgendwelche Leutchen gezüchtet. Klonstudio. Also werden sie geklont. Interessant, interessant. Dr. Gregor Hoffman. Tja, Dr. Hoffman. Ihre Pläne müssen wir wohl leider ein bisschen stören. Vorsichtig vorgehen. Kamera. Genau deswegen. Da ist schon wieder eine. Soll ich da reinrennen? Oder laufen? So. Okay, Declan. Es scheint, als ob du dich auf mich verlässt, um an den Zugangscode für das Klonstudio 1A zu kommen. 931. Kann man sich leicht merken. Ziffernblock betrachtet. Das ist für dich, Rebell. So, okay, das ist schon mal das Klonstudio Nummer 1. Defekt, da drücke ich lieber nicht drauf. 9, 3, 1. So, was ist hier? Schaltest keinen Alarm. Du stirbst. Wo kommen die denn her? Nachladen. So. So, so, so. Ha, die sind schon im Veteran hier aktiviert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich spreng den Veteran hier auch in die Luft. Man weiß nie, wann der vielleicht doch mal aktiviert wird. Gut, ha? Na? So. Liegt doch ein Toter auf dem Tisch. So. Eine wird's noch brauchen. Jawohl. Ich speichere mal netterweise. Und da ist die 2. Au! Das hat mir richtig weh getan. Ja, komm. Zum Glück kommen keine Raketenwaffe. Ich hasse die Leute. Das ist übrigens, wenn ich das Zweier vielleicht mal anfangen sollte,
Der zweite Teil knüpft eigentlich exakt an das Ende dieses Teils an, zumindest 24 Stunden danach, und steigt doch, was das Niveau angeht, ungefähr am Ende von diesem Teil an. Also ich fange mit dieser Waffe an. Es gibt doch schon eine erste Mission, Laserwaffen, ich treffe Roboter gleich am Anfang. Sobald ich in die erste Mission komme, läuft bereits Alarm und Gegner mit Plasmawaffen. Also es ist ziemlich heftig, das Zweier. So eine Scheiße, wo denn? War das so ein fucking Laser? Da ist eine Keycard gewesen. Das war die Kamera da. So. Ist das da irgendwas Interessantes? Wo ist da noch eine Kamera? Was ist die da unten? Ich probier's mal ganz kurz was. Ich hoffe, das funktioniert. Okay, das geht nicht. Okay. Ja, das war die Kamera hier. Sieht aus wie ein kleines Gesicht mit einer roten Nase. Okay. Ach, süß, Thermatron. So. Thermatron interessiert mich schon gar nicht mehr. Inkubationsraum 2A. Ui. Uiuiui. Der Hoffmanns geheime neue Waffe. Neue geheime Waffe. Ich bin so doof. Captain Ayers. Ich glaube, ich schütze die Norse. Mensch, ich kann echt nicht mehr reden. Ja. Ne? Ne? Die interessiert mich doch alle nicht. Mehr looten. Bei dem steht bloß eine Energy Cell, die ich nicht aufnehmen kann. Was ist hier? Ein Medpack. Was hab ich? Ich bin schon wieder. Ich nehme mal Medpacks und Energy Cells auf, ohne dass ich das merke. Ich habe ja so scheint's unendlich viele. So, was haben wir hier Schönes? Biologische Wiederaufbereitungsanlage. Oh. Grüne Schlacke. Hm. 4A. Okay. Hm, was ist das? Oh. Ferngelenkter Wettrop. War geil. Scheiße. Ach so. Er kommt nur her. Ja. Will sie besteigen? Er sieht doch ein bisschen wie gut aus. Das war's. Ja, dann soll er sich mal selbst killen, oder? Das ist, glaube ich, hier am besten. Sehr schön. Und den Alarm deaktivieren dabei. Hier, glaube ich, ein Schalterchen. Genau. Teleporter kann ich verwenden. Was ist hier? Oh! Das ist dieser AR-7-Raketenwerfer, den ich mir eigentlich kaufen wollte. Das sollte ich mir jetzt eigentlich fast mal nehmen.
Aber dafür muss ich eine andere Waffe fallen lassen. So was habe ich noch. Ich habe die hier. Ich glaube, ich lasse die einfach fallen. So. AR-7. Ich kann den vielleicht ganz kurz demonstrieren. Das ist der hier. Ich glaube, der hat sogar mehrere Raketen auf einmal. 3 Raketen. Oh mein Gott, ist das geil. Und ich merke gerade, war ein kleiner Laser. So. Kiste, genau. Und da unten gleich so. Dr. Seiler, hallo ich. Anscheinend wird eine Armee gezüchtet. Das ist voll der Mengele, hey. Ich hoffe, ihr habt es gelesen. Wenn nicht, zurückspulen und nochmal lesen. Laser ist immer noch da. Ach, scheiß drauf, der macht mir jetzt gerade eh nichts. So. Ich shave nochmal. So. Alle sterben. Boah, die ziehen mir echt kaum an die Energie noch. Die normalen Wachen. Das ist geil. Okay. So, da ist noch eine Teleporter. Kaputt? Tatsächlich. Den Looten hätte ich den eh nicht können. Scheiße. Ja, klasse. Sieht aus wie so Betten oder irgendwas. So, hast du was? Nein, hast du was? Das ist eine Kamera. Das sollte ich im Auge behalten. Kann ich die eigentlich kaputt machen? Ja. Ich hasse diese Meldung. Das hat einen Grund, warum ich das mache. Ich weiß nicht, ob ich es machen muss, aber ich tue es einfach trotzdem. So, Medpack brauche ich nicht, ne? Ach. So. So. Was hat der geschossen? Das sind wieder Bodenplatten. Die Dinger hier. Also, Sidestep. Oh, eine andere Ebene. So. Jetzt sieht zumindest schon mal die Bodenplatten. Oh, süß! Na, da geht man noch nicht hoch. Okay, ich muss dann anscheinend da hoch. Okay. Aber ich hatte, glaube ich, die Keycard noch nicht, oder? Obwohl, ich habe unter der einen blauen Kiste, glaube ich, eine aufgenommen, eine grüne.
Bin ich jetzt der Meinung? Jump. Oh yeah. Nein. Ungültige Karte. Achso. Idiot. So, eine grüne Keycard. Hier liegt keine. Ich renne jetzt mal ganz dreist über die Bodenplatten. Ja. Ich renne drüber. Oh, und ich sehe gerade. Ihr habt es bestimmt bemerkt. Ich habe ja was vergessen. Was nicht so wirklich hilft. Wirkt gerade. Mach so. Alles klar. Doch, liegt da ne. Ha! Die war ja fies versteckt. Unten im Regal. So. Das heißt, auf in die nächste Ebene, was uns auch immer dort erwarten mag. Wahrscheinlich 5 Vetrons, 4 Granatwerfer, eine Wache, die mir eigentlich überhaupt nichts kann. Müssen wir darauf achten, wenn du auf mich schießt, wie wenig meine Energie runtergeht. Na gut, okay, ein bisschen geht's schon. Okay. Aber ich will hier schon lang, dann ich gehe erstmal unten lang.